Hey ho! Ich habe ja letztens das erste Packerl voll von grillroste.com bekommen. Mittlerweile ist mehr eingetroffen und schwuppdiwupp hat schon wieder einen Rattenschwanz. Sprich, ich muss ein bisschen basteln. Was, wie, wo, zeige ich euch, nachdem wir die Platte angeschaut haben. Gut, ja, hier. Erstmal die Türe zu machen. Ja. Ja, die Guten haben mir hier eine 80 cm Platte geschickt. Ich habe gelesen auf stabilen Kugelgrills soll man das Ding auch betreiben können. Stabil. Ist eine Weberkugel stabil genug? Definitiv nicht. Aber ich habe ja vor Ewigkeiten schon gesagt, ich will meine alte Weberkugel etwas stabiler bauen. Also das alte Unterteil. Und dazu habe ich mir noch ein paar Teile organisiert. Ja, das eine ist gerade umgeflogen. Das war das neue Untergestell, was ich selber basteln werde. Edelstahl, kein Alu mehr und der Rest liegt da drüben. Schauen wir rüber. So, das ist noch der Karton von grillroste.com. Dann habe ich ja damals hier dieses Unterteil ausgetauscht gehabt. Sprich, ich werde hier erst einmal die Weberkugel ein bisschen ausdengeln müssen. Dann gucken wir, dass wir die Teile hier alle verstärken. Ja, ich denke, da werde ich noch neue Schweißpunkte draufsetzen. Und dann habe ich mir zusätzlich zu einem, da müsste der Lüfterflügelsatz drin sein, noch zusätzlich hier diesen, ja, Unterbau dazu bestellt. Weil das mit dem Aschekorb ist ganz praktisch. Ja Leute, dann würde ich mal sagen, wenn ich schon meine Säge da hergerichtet habe, werde ich jetzt erst einmal schnell die Füße zurechtsägen auf 60 cm und ich glaube 65 Grad Winkel. So ungefähr müsste es dann hinhauen. Das wäre jetzt einmal der erste Schritt. Wer viel misst. Ja, ich habe hier zwar 65 Grad ausgemessen. Steht auch auf den Teil hier drauf, aber wenn ich das so hinhalte, wie ich das vorher ja, an der Weberkugel in etwa abgemessen habe, ja, auf den Winkelteil sieht es ganz anders aus. Und Länge hier 60 markiert, längster Punkt, ja, bla bla bla. Ich schneide es jetzt einfach mal ab und dann sehen wir schon. Wunderbar entlang am Schnitt, am Strich geschnitten. Meine Fresse, was ist heute los? Ja, werde ich mir die anderen markieren und dann auch einfach mal so absägen. Und dann gucken wir mal, ob die in die Weberkugel reinpassen. Reinpassen tun sie ja. Und dann werde ich jetzt mal das ganze Ding hinstellen. Und wenn es jetzt so passt, wie ich mir das vorstelle, dann kann ich anfangen, den Rest vorzubereiten, vorzubasteln. Es wird übrigens in diesem Video nur mit dem Schutzgasschweißgerät geschweißt. Ich habe keinen Bock, jetzt das Wick extra noch rauszuzerren. Und dann wird es sowieso mit Ofenrohrlack versiegelt. Und dann sollte da auch nicht viel rosten. Ja, gut. Tun wir sie raus. Stellen wir sie mal hin. Gucken wir nach. Also vom Sägewinkel her dürfte das in etwa hinhauen. Ganz gut, die Füße jetzt gehen noch nicht rein. Muss ich nachher noch ein bisschen reinkloppen und dann werden die eh angepunktet
Und so weiter und so fort, Leute. Ich mache aber jetzt erstmal weiter mit dem Innenleben, mit den Flügeln, den Aschetopf unten drunter, etc. pp. Innen, den Rost werden wir auch noch selber bauen, wo die Kohle des Feuers dann drauf kommt. Genau. Weil da will ich auch was Stärkeres haben als original. Gut. Weiter geht's. So. Das habe ich ja in dem einen Video im Stande von der Leberkugel auch schon gemacht gehabt. Das Zeug aber alles eben auf Garantie bekommen gehabt. Und dieses Mal geht es auf Eigenregie. Und deswegen kann ich hier machen, was ich möchte. Und was ich möchte, ist eben die Leberkugel komplett verstärken. So, hier haben wir das Ganze. Die drei Lüfterräder gibt es auch als Ersatzteil zu kaufen. Jetzt muss man bloß schauen, dass er den Scheiß hier rausbringt. Ich habe das Zeug alles neu da. Ist mir jetzt kackegal. Ich flex es einfach ab. Natürlich mit Schutz. Reicht ja schon, dass ich hier keinen Schutz dran habe an der Flex. Ich raste gleich aus. Ja. So. Mit dem alten Schrott hier. So. Und jetzt schaue ich erst einmal, dass ich hier die Dinger ausdenke. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt vor der Cam erkennen kann, aber ich denke schon, dass man sieht, dass hier das total eingedullt ist. Die Lasche hängt in der Luft. Ja, das werde ich jetzt ganz einfach mal ein bisschen ausdengeln. Dabei wird auch noch der restliche Dreck aus der Kugel rausfliegen. Tja, hätte ich ausdampfen können, aber egal, das Ding kann auch weg. Ja, dann klopfe ich ja mal. Hier ist auch ein bisschen reingedruckt. Das passiert eben, wenn die Leberkugeln überlastet werden. Da hat Weber einfach die Auflageflächen viel zu klein gestaltet. Dem aufmerksamen Beobachter wird es ja eh schon aufgefallen sein, die Kugel wird nicht mehr rollbar sein. Jo, gut, dass ich den Ring und das, die Lüfterflügel vorher reingemacht habe, weil das ja sozusagen unter die Füße reingeschoben wird. Also wenn ich das jetzt festschweiße, Leute, dann werde ich den Ring hier nicht mehr unbedingt rauskriegen, nicht mehr so sauber rauskriegen, geschweige denn die Flügelräder. Aber das ist mir jetzt alles wurscht. Ich will einfach, dass das Ding richtig fest steht und wenn man schon schaut, ja, die steht jetzt schon fester als die Originale. Ich habe hier noch kleinere Rohre, die werde ich dann hier unten einfach auch anpumpen. Auch knallhart, Schutzgas. Ja, vielleicht schräge ich sie noch ein bisschen an, dass es aber nein passen. 2-3 Punkte pro Rohr und einmal ringsrum und dann schaue ich noch, dass ich irgendwie von hier nach oben noch was hinmache. Einfach, dass das etwas besser abgestützt ist, dass das Gewicht nicht alles auf den Fußteilen da unten ruht. Genau. Schweißgerät habe ich hergerichtet. Leute, ich pumpe das jetzt einfach alles mal an. Pump die Teile hier rein, schleift die noch oder sägt die noch ein bisschen ab, anschrägen, dass die sauber hier reinpassen. Dann gucken wir mal, ob die nachher alle auf derselben Höhe sind. Ja, das mache ich jetzt ganz einfach. Ja, vorher werden wir erst jetzt einmal einen Kaffee gönnen. Vielleicht hilft mir ja der Kaffee hier, ein bisschen bessere Ideen zu bekommen.
Schauen wir mal. Nee. Hilft alles nichts. Kriege ich auch keine besseren Ideen. Also schweiße ich das jetzt fest und ja, wenn ich es soweit geschweißt habe, dann zeige ich euch das ganz einfach wieder. Also wie gesagt, einfach hardcore am Pumpen mit dem Schutzgasgerät. Ja, hoppala! Und schon steht das ganze Ding mal richtig massiv fest. Ich werde jetzt noch die Schweißpunkte ein bisschen nachschweißen. Dazu stelle ich es oben auf die Platte drauf, umgedreht. Ich werde nachschweißen, unten die Halter nachschweißen. Und dann werde ich mal überlegen, ja, Moment mal, da war noch was. Wenn ich jetzt die Rohre hier nehme, erstmal Display drehen, ob man das auch sieht. Die Rohre hier nehmen. Bisschen anschräg, ein bisschen mehr. Dann oben anschräg und das dann einfach da festbrate. Das könnte funktionieren. Ich glaube, dann ist das Ding mal richtig massiv und steht richtig fest, so dass man da ja auch schwere Sachen draufpacken kann, ohne Bedenken haben zu müssen. Ja, bei der alten Kugel sowieso. Ja, umdrehen, schweißen, sägen, sauber machen, schweißen. Das werde ich jetzt als nächstes machen. So Leute, wie gesagt, einfach bloß mit dem Schutzgas. Ihr hättet jetzt mit dem Wick schweißen können, dann wäre das gar komplett sicher rostfrei gewesen. Aber mein Gott, ich hau da jetzt ein bisschen schwarz drüber und Arschlecken. Hier habe ich noch nachgepunktet. Die Halter habe ich alle noch nachgepunktet. Also das Ding ist jetzt mal richtig massiv fest. Die Löcher außen von den Tuck-Away-Deckelhalter habe ich auch noch zugeschweißt. Brauche ich auch nicht, ist bloß Falschluft. Dann werde ich jetzt die erst einmal ein bisschen verschleifen. Innen, damit das Ding wieder ordentlich funktioniert. Weil das steht jetzt eben an den Schweißpunkten auf. Warte mal, ich drehe um. Oh. Ja, da innen sieht man die Schweißbubbel, die flex ich jetzt alles sauber ab. Ja. Und dann überlegen wir uns, wie wir weitermachen. Ist ganz einfach. So Leute, das Ding steht soweit wirklich bombenfest. Da wackelt eigentlich gar nichts mehr. Die Lüfterflügel funktionieren. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht zufrieden, weil kommt da jetzt eine größere Belastung wieder drauf, wird an diesen drei Punkten die Füße wieder reindrücken und Lüfterrad wird wieder ja, sich verkanten etc. pp. Deswegen mache ich hier jetzt einfach noch von hier nach hier die Rohre neu als Verstärkung. Ja, die werde ich halt jetzt dementsprechend zusägen und dann einfach Britzel, Bratzel, Brutzel, ja, dahin schweißen. Und wenn das alles verschweißt ist, natürlich auch bloß mit ein paar Punkten, ha, den hier mache ich auch noch raus, den brauche ich ja auch nicht mehr. Die Kabeldurchführung schweiße ich auch noch zu, das Loch. Ja, genau. Und so mache ich das jetzt. Punkt. So, tadam, tadam. Ha, Gott sei Dank, das Ding wollte ich auch noch rausreißen. Mache ich auch noch schnell weg nachher. Dann kann man auch dann die Roste besser reintun wieder. Der ist mittlerweile auch dran. Lüfterverstellung funktioniert hervorragend. Das ganze Ding ist so stabil, da könnte man sich jetzt draufstellen. Oben hier habe ich komplett ringsrum geschweißt. Alle drei Stützen. Reicht vollkommen jetzt. Also hier traue ich mich jetzt, richtig schöne, schwere Sachen drauf zu tun. Okay, Leute. Als nächstes bauen wir dann das Zeug von der Feuerplatte drauf, legen die mal drauf. Nachdem ich das hier noch schnell zugebraten habe, schwarz-matt muss ich noch schauen, ob ich ein hitzefestes da habe, ein Ofenrohrlack. Ja, und dann werde ich nachher noch einen Feuerrost basteln. So, Freunde, das Ding hier habe ich jetzt, Moment, zusammengeschraubt. Ich glaube, jeder kann mit einem Imbus und einem 10er Schlüssel umgehen.
habe ich jetzt weggelassen zum Zeigen. Hier ist das Ding wunderschön verzahnt, dass man das auf alle möglichen Gerätschaften drauflegen kann. Das dann auch relativ gut liegt. Ja. Kann man schön ausgleichen. Also, ihr seht schon oder habt es gehört, das ist noch ein Grund, warum ich definitiv jetzt für Aufsätze grundsätzlich nur noch die alte Kugel nehmen werde. Mir ist einfach die andere zu gut dafür. Und das ist auch der Grund, warum schon lange kein Video mehr mit irgendeinem Aufsatz kam. Ja, außer mit dem Leongard. Feuerplatte, wo ist die Feuerplatte? Der Scheiß. Oh. Oh. So. Grundsätzlich ist natürlich für eine Feuerplatte in der Größe zu empfehlen eine ordentliche Feuertonne. Ja, gut. Oder eben eine richtig geile umgebaute Weberkugel. Da ist einmal noch dieser Aufsatz innen drin dabei. Und dann, wo ist er denn hin? Hallo, Wok-Aufsatz. Wok-Aufsatz, hallo. Verdammt, wo habe ich das Ding geschlossen? Da ist er. Wobei mir definitiv der sogenannte Wok-Aufsatz lieber ist. Leute, der geht gar nicht rein. Muss man da noch ein bisschen selber biegen oder was? Anscheinend muss man den noch ein bisschen nachbiegen. Dann machen wir das halt noch. Ist ja kein Problem. Voila! Also das Ding ist mir definitiv lieber als der, weil so kann man noch ein Holz nachschmeißen. Gut. Mir gefällt das Ding mal richtig gut. Nächster Schritt jetzt noch Kohlenrost innen rein basteln, weil da möchte ich den aus der anderen Weberkugel auch nicht unbedingt nehmen. Warum auch? Das Ding ist ruckzuck selber gebaut. Gut, machen wir mit dem Kohlenrost weiter. Jo, 1,33 Meter. Sollte ungefähr der Umfang sein. Nein, ich habe da nicht Pi mal 2 und was weiß ich gerechnet. Ich war jetzt zu faul, die Formel rauszuhören. Die habe ich schon lang vergessen. Ich habe einfach einen Schlauch reingelegt und den dann einfach nachgemessen. Ja, und das versuche ich jetzt irgendwie zu biegen, dass ich da halbwegs einen schönen Kringel rausbekomme. Die Biegemaschine wäre jetzt geil. Ich wüsste, wer da eine hat, aber der ist viel zu weit weg und wenn ich da jetzt hinfahren müsste, müsste ich ihn vielleicht erst einmal ein bisschen würgen, weil er mich so geärgert hat, aber egal, es ist ein ganz guter. Ich glaube, ihr wisst alle, von wem ich rede. Ist übrigens ein 6 mm Stab und ja, ich schaue jetzt, wie ich den biegen kann. Tja Leute, solange das zu biegende Material nicht zu dick ist, kann man sich auch einfach mit einem Schraubstock helfen und fertig. Dauert halt ein bisschen, aber das wird schon. Naja, irgendwie werde ich hier schon halbwegs einen Kreis hinbekommen, der da reinpasst. Ansonsten dengele ich halt nur mit dem Hammer. Ist doch mir wurscht. Und ich schweiß das hier gleich zusammen. Das könnte ich eigentlich auch machen. Dann könnte ich aus dem ganzen Ungetüm hier mir einen schönen Kreis basteln. So Leute, der Kringel ist naja halbwegs was geworden. Ich brate hier jetzt noch zwei Querschläge ein. Ganz einfach, dass das Ding komplett ein bisschen stabilisiert wird, ein bisschen stabiler ist. Tja, und dann kommen die anderen Stäbe so rein,
Von der anderen Seite kommen die dann drauf. Ja, und dann wäre der Rost eigentlich dann soweit auch schon fertig. Aber ich mache jetzt ganz einfach weiter. Leider sind mir jetzt an dieser Stelle die 6 mm Stäbe ausgegangen. Da werde ich mir noch welche organisieren. Dann werde ich das in Ruhe noch schnell fertig schweißen. Und dann wird das Teil komplett einsatzfähig sein. Aber vorher hier so ein Ofenrohrlack. Mit dem sprühe ich jetzt das Ding noch schnell an. Und dann zeige ich euch das noch. Ja, und danach sage ich noch was dazu. Ta-ta-ta-ta. Tja, Leute, alles noch eingeschwärzt, wo geschweißt worden ist. Und fertig ist das Ding. Ja gut, wie gesagt, bis auf das Gitter. So einfach kann man eine alte Weberkugel verstärken. Vergiss es aber nicht, das war wirklich eine alte, keine Garantie mehr, gar nichts. Weil ich habe schon einen neuen Kessel gekriegt und das war das übergebliebene Teil. Aufgehoben, ein bisschen Geld in die Hand genommen und ja, einen richtig geilen Unterbau für Aufsätze aller Art. Und genau dafür ist das Ding gedacht. Zum Normalgrillen kann man natürlich auch noch, einen Deckel kann man auch noch drauf tun von der Kugel. Vielleicht ergatter ich nochmal einen 750er Deckel einzeln. Wäre natürlich auch eine Sache. Schau mal, dass ich hier mehr ins Licht komme. Aussehen tue ich wie, naja. Wenn einer sowas macht, lasst es euch nicht beirren von anderen. Euch muss es gefallen. Jeden Einzelnen selber, der das macht. Seid ihr selber zufrieden, ist alles wunderbar in Ordnung. Ich bin damit zufrieden. Man hätte natürlich einiges anders machen können. Ja, man muss bloß mehr Zeit investieren, dann hätte man das Ganze steckbar machen können, schraubbar, ja, oder so. Naja, gut, ich habe es halt jetzt einfach zusammengebraten. Knallhart und ganz einfach. In diesem Sinne ist das Video von der verstärkten Weberkugel zu Ende. Leute, wir sehen uns. Ciao. Oder was sagst du dazu?